Liebe Genossinnen und Genossen, ein herzliches Freundschaft hier am Tag der Arbeit am Wiener Rathausplatz. Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir sind so viele wie noch nie. Dank eurer Teilnahme. Liebe Genossinnen und Genossen, die Bundesregierung behauptet, es gibt die Gefahr in Wien, dass nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um in die Schule zu gehen. Das stimmt nicht. Wien steht auf am Wochentag, Wien steht auf am Feiertag, Wien steht auf am 1. Mai und Wien steht vor allem auf, wenn es ungerecht gegen die Menschen unserer Stadt geht, dann steht Wien auf. So wie heute. Und ich bin stolz, Bürgermeister der lebenswertesten Stadt der Welt zu sein. Und das hat eine lange Tradition. Und diese Tradition, wurzelt im roten Wien der Ersten Republik, hat begonnen mit der ersten freien Wahl am 4. Mai 1919, vor genau 100 Jahren, als das Reformwerk der Wiener Sozialdemokratie begonnen hat. 100 Jahre. Aber ich muss mich gleich korrigieren. Denn es waren nicht 100 Jahre. Diese 100 Jahre Erfolgsgeschichte sind unterbrochen worden durch zwei brutale Faschismen. Durch die Zeit des Austrofaschismus und des Naziregimes und eines furchtbaren, von den Nazis verursachten Weltkriegs. Das sollten wir nie vergessen. Und wir erinnern uns noch an das Bild, das Karl Seitz, den legendären Bürgermeister des Roten Wien, zeigt, wie er im Wiener Rathaus verhaftet worden ist und zuerst in den Anhaltelagern des Austrofaschismus und dann in den KZs des Naziregimes seinen Leidensweg antreten musste. Von daher, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir ein besonderes Sensorium, wenn es darum geht, aufzutreten gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus. Deshalb schauen wir besonders hin, wenn es in unserer Gesellschaft solche Entwicklungen gibt. Und wenn wir jetzt konfrontiert sind mit einer politischen Situation, wo es fast täglich sogenannte Einzelfälle gibt, wo es einer Partei nicht gelingt, sich vom Rechtsextremismus abzugrenzen und wo der Bundeskanzler fast täglich neue rote Linien setzt, die aber jeden Tag überschritten werden, dann fragt man sich, wer treibt wen in Österreich? Treibt die Bundesregierung die Rechtsextremen oder die Rechtsextremen die Bundesregierung? Und von daher werden wir da ganz besonders hinschauen. Ich bin da gerade von einem Journalisten, der da unter uns steht, beim Heraufgehen, gefragt worden, wie hält es die SPÖ Wien mit der FPÖ? Und ich habe geantwortet, das ist für uns ganz klar. Es gibt für uns einen aufrechten Parteitagsbeschluss, der lautet, keine Koalition mit dieser FPÖ in Wien. Das ist für uns... Wir haben da eine klare Position in der Vergangenheit und der Gegenwart und wir sind stolz, dass wir die Demokratie und diese Republik aufgebaut haben. Nicht weit von hier ist das Republiksdenkmal, das an drei große Persönlichkeiten erinnert, die mitgewirkt haben an dieser Republik. Es ist zum einen der Gründer unserer Bewegung, Viktor Adler. Und ich freue mich sehr, dass seine Nachfolgerin in der Politik, in der Partei heute bei uns ist und das erste Mal zu uns sprechen wird. Unsere Bundesparteivorsitzende Dr. Rende Wagner. Herzlich willkommen am Wiener Rathausplatz.
Die zweite Persönlichkeit bei diesem Denkmal ist der erste Bürgermeister, der auch demokratisch in Wien gewählt worden ist, der erste Bürgermeister des Roten Wien, Jakob Reumann. Und auch hier sollten wir nicht vergessen, dass wir auf den Schultern unserer Vorgänger stehen. Und ich freue mich deshalb sehr, dass der Ehrenvorsitzende der SPÖ Wien heute bei uns ist, Michael Häupl. Herzlich willkommen. Und die dritte Persönlichkeit bei diesem Republiksdenkmal darf auch nicht unvergessen und unerwähnt bleiben. Es war ein Gewerkschafter, der die Sozialversicherung gegründet hat, und wir sind stolz heute auch noch auf die Sozialversicherung und vor allem auf die Leistungen der Beschäftigten in den Sozialversicherungsanstalten. Er war einer, der auch die Arbeiterkammer als erster Direktor geleitet hat, Ferdinand Hanusch. Und wir sehen uns. Und wir sehen uns da ganz in der Tradition. Denn die Gewerkschaften, die Arbeiterkammer ist eine der ganz wichtigen Säulen der Zweiten Republik. Und deshalb haben wir sehr genau hingesehen, wie die Wahl zur Arbeiterkammer ausgegangen ist. Und es war eine schwierige Wahl, denn in vielen Betrieben ist es unmöglich gemacht worden, den Wahlgang durchzuführen. Es war das vorletzte Mal ein sehr gutes Ergebnis. Aber es ist gelungen, dieses Ergebnis zu toppen. Das ist ein Verdienst der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter und vor allem ein Verdienst der Präsidentin, der Genossin Renate Anderl. Und ich möchte ihr ganz herzlich gratulieren. Und jetzt ist die Arbeiterkammer so beliebt wie fast keine andere Einrichtung in unserer Gesellschaft. Die Popularitätswerte sind noch vergleichbar mit der Feuerwehr, also ganz oben in der Beliebtheitsskala der Bevölkerung. Und von daher beobachte ich mit Argwohn manche Äußerungen der Bundesregierung, die in Richtung gehen, die Mitgliedsbeiträge für die Arbeiterkammer zu reduzieren. Denn das bedeutet natürlich nicht eine Einsparung, sondern es bedeutet eine Schwächung der Arbeiterkammer. Und ich frage euch, liebe Genossinnen und Genossen, steht sie an meiner Seite, wenn es darum geht, die Arbeiterkammer zu verteidigen in unserem Land? Das ist eine wichtige Säule der Zweiten Republik. Aber wenn wir stolz sind, dass wir die lebenswerteste Stadt der Welt sind, dann muss man sich fragen, was sind unter anderem auch die Gründe? Und die Gründe sind, dass wir einen starken Gestaltungswillen in unserer Stadt haben, auch im Vergleich zu anderen Metropolen, und weil wir diese Gestaltungsmöglichkeiten auch haben. Und ich erwähne das deshalb, weil wir gesehen haben, dass in 20 Ländern in den letzten Jahren 700 Rekommunalisierungen stattgefunden haben. Das bedeutet, früher privatisierte Unternehmen sind wieder ins Eigentum der Städte zurückgekommen, weil die Privaten das nicht entsprechend geleistet haben, weil die Infrastruktur vernachlässigt worden ist und weil die Gebühren im Regelfall erhöht worden sind auf Kosten der Bevölkerung der Städte. Und deshalb sind wir diesen Weg nicht gegangen, und ich möchte den Weg auch in Zukunft nicht gehen. Ich bin gegen eine Privatisierung von Trinkwasser. Ich bin gegen eine Privatisierung unserer Spitäler. Und ich bin gegen eine Privatisierung unserer Gemeindebauten. Und dafür trete ich ein in Wien, aber wir brauchen auch Bündnispartnerinnen und Bündnispartner in einem gemeinsamen Europa.
Und wenn wir jetzt vor der Wahl zum Europäischen Parlament stehen, dann ist es nicht so wie in der Vergangenheit die Frage, welche politische Fraktion mehr Mandate bekommt, sondern es ist eine Schicksalsfrage für Europa und damit auch für unser Land und für unsere Stadt. Und ich bin gegen ein Europa, das neoliberal bestimmt wird. Aber ich bin auch gegen die Zerstörer dieser Europäischen Union. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir für diesen Wahlgang ein sehr gutes Programm gemeinsam entwickelt haben. Dass wir aber vor allem auch eine sehr glaubwürdige Kandidatenliste haben, dass wir eine sehr erfolgreiche Parlamentarierin haben in Europa, die aus der Gewerkschaft kommt und weiß, wo den Menschen der Schuh drückt. Und ich bin sehr froh, dass die Genossin Evelyn Regner sich hier zur Verfügung gestellt hat, um unsere Interessen in Europa zu vertreten. Und wir haben für diese Wahl zum Europäischen Parlament einen Spitzenkandidaten, der aus der SPÖ Wien kommt, die Kommunalpolitik kennt, die Bundespolitik kennt, der erfahren ist in internationalen Organisationen. Und ich kann dem Spitzenkandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament nur versprechen, wir stehen bei diesem Wahlgang hinter dir und werden uns alle gemeinsam einsetzen, dass wir um den ersten Platz kämpfen. Lieber Andi Schieder, alles Gute für die Wahl zum Europäischen Parlament. Die FPÖ spricht davon, dass der 26. Mai eine Österreich-Wahl ist. Ist es natürlich nicht, es ist eine Wahl zum Europäischen Parlament. Aber man sollte die Menschen nicht zurückhalten, wenn sie bei dieser Wahl ihre Meinung über diese Bundesregierung abgeben und entsprechend wählen. Und ich glaube, da wissen dann schon die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, wen sie am 26. Mai wählen werden. Und deshalb bin ich überzeugt, dass sich unsere Fraktion bei dieser Wahl zum Europäischen Parlament mit unserem Spitzenkandidaten Andi Schieder durchsetzen wird. Keine Frage. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben allerdings auch große Herausforderungen gemeinsam zu meistern und es ist an vielen Transparenten auch zu lesen gewesen, dass die Veränderungen, die auf uns zukommen, auch in der Arbeitswelt ganz neue Antworten erfordern. Ich denke hier an die Digitalisierung, die vergleichbar ist mit dem großen Prozess der Industrialisierung. Und es war damals die Sozialdemokratie notwendig und wir brauchen jetzt die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften mindestens genauso stark. Das ist nicht das Ende des sozialdemokratischen Jahrhunderts. Jetzt geht es erst richtig los, liebe Genossinnen und Genossen, denn wir haben viel zu erledigen am Arbeitsmarkt. Aber damit ganz eng verbunden ist auch das Bildungssystem und wir haben uns vorgenommen, dass wir die Pflichtschulen ausstatten mit WLAN, dass wir lebensbegleitendes Lernen anbieten, Arbeiterkammern statt Wien gemeinsam Weiterbildungsmaßnahmen finanziert für Beschäftigte. Wir wollen gemeinsam mit der Wiener Wirtschaft 1000 Lehrstellen neu schaffen und wir wollen in Zusammenarbeit mit den Universitäten neue Berufsbilder konzipieren. Aber an der Stelle möchte ich nur daran erinnern, unsere Genossinnen und Genossen vom VSSTÖ haben die Wahl zur österreichischen Hochschülerschaft noch zu bestreiten. Auch hier werden wir unterstützen, denn wir brauchen eine frei zugängliche Universität und wir werden unsere Genossinnen und Genossen auch auf den Universitäten unterstützen. Wir wollen keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten. Wir wollen uns um alle jene kümmern, die es vielleicht aus welchen Gründen auch immer schwerer haben im Leben. Und die jetzige Bundesregierung hat ein sogenanntes Sozialhilfegesetz beschlossen. Und ihr habt gehört, welche Position wir als SPÖ Wien dazu eingenommen haben. Aber nicht nur wir, sondern viele andere Organisationen aus der Zivilgesellschaft, Gebietskörperschaften bis hin zur Bischofskonferenz. Und ich sage euch,
Es ist eine Schande, dass ein Gesetz gemacht wird, wo 40.000 Kinder alleine in Wien weniger Geld bekommen als vorher. Das ist eine Schande. Und wir werden alle unsere Möglichkeiten gemeinsam mit der Bundespartei und der Bundesparlamentsfraktion einsetzen, dass wir das verhindern, liebe Genossinnen und Genossen. Aber nicht alles, was diese Bundesregierung derzeit anrichtet, werden wir automatisch finanziell kompensieren können. Das ist leider in einem Ausmaß, in einer Geschwindigkeit, wo wir oft gar nicht nachkommen. Aber wenn ich denke, dass die Aktion 20.000, eine Aktion, die geschaffen worden ist unter sozialdemokratischer Regierungsführung auf Bundesebene, nur deshalb abgeschafft worden ist, weil sie von der SPÖ kommt und viele Menschen über 50 jetzt vor neue Probleme stellt am Arbeitsmarkt, sage ich, da muss man was tun. Und ich habe angekündigt, dass wir statt Wien versuchen werden, möglichst vielen Menschen, die davon betroffen sind, von der Abschaffung der Aktion 20.000 neue Möglichkeiten zu bieten. Zum Beispiel als administrative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Schulen. Wir lassen niemanden zurück. Wir werden uns darum kümmern, dass auch die über 50 beschäftigt werden. Und das gilt auch in der Kooperation mit den Gewerkschaften, wenn private Unternehmen Menschen abbauen. Und ihr wisst, wir sind stolz auf ein Werk, das Bruno Kreisky initiiert hat mit einem großen Privatunternehmen, nämlich das Opel-Werk in Aspern. Und wenn wir hören, dass dort viele Menschen gekündigt worden sind, habe ich meine Unterstützung dem Betriebsrat angeboten. Ich habe die Genossin Blaunsteiner gerade unter uns gesehen. Und wir werden uns sehr darum bemühen, dass jene Menschen, die im Opelwerk in der Seestadt Aspern nicht weiter beschäftigt werden können, eine Möglichkeit finden werden, in der Stadt Wien weiterzuarbeiten. Denn wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte. Wir brauchen Menschen, die sich einsetzen, auch wenn sie über 50 sind. Die haben ein Recht, auch zu arbeiten. Und wir hören als Stadt schon auch hin, wenn sich die Jugend äußert. Und viele junge Menschen beschäftigen sich mit der Frage, wie geht's mit dem Klima weiter? Wie wird auch für folgende Generationen die Lebensbedingungen so sein, dass sie auch lebenswert sind? Und ich finde das sehr gut, dass sich junge Menschen auch um die Zukunft annehmen, dass sie selbst ihr Schicksal auch in die Hand nehmen. Auch da bin ich anderer Meinung als die Bundesregierung, die das kritisiert, dass junge Menschen, die in die Schule gehen, hier demonstrieren. Ich finde das gut so. Aber wir werden auch einen Strategieplan entwerfen in Wien, dass wir uns mit den Auswirkungen dieses Klimawandels auseinandersetzen. Und wir haben jetzt schon einen Plan, wo wir uns beschäftigen mit den sogenannten Hitzeinseln. Wir werden mehr Parks machen, wir werden mehr Brunnen machen, mehr Fassadenbegrünung, mehr Rasengleise und Nebenduschen. Denn wir sind für die Lebensumstände der Menschen in der Stadt auch verantwortlich. Und das wird auch in Zukunft die lebenswerteste Stadt der Welt sein. Liebe Genossinnen und Genossen, zum Schluss kommend, hier am Rathausturm ist ein Kunstwerk befestigt. Da haben mich viele gefragt, was hat es zu bedeuten? Es ist das Zeichen eines besonders guten Kunstwerkes, dass jeder was anderes darin sieht. Und wir hätten auch die Möglichkeit gehabt, das kommerziell zu nützen. Aber wir wollten Kunst im öffentlichen Raum machen, um auch die Diskussion zu befördern. Ich sehe in dem Kunstwerk die Aufforderung, dass ein Mensch den anderen trägt. Und ich finde, das ist eine schöne Botschaft, die wir auch parteiübergreifend aufnehmen sollten. Dass wir uns damit beschäftigen sollten, wenn ein anderer unsere Hilfe braucht, wie können wir ihm helfen, wie können wir ihn tragen. Und es ist ein Zeichen, dass sich Kunst in unserer Stadt auch beheimatet fühlt. Und so soll es auch sein, denn wir sind eine weltoffene Stadt, dass wir zeigen mit vielen Aktivitäten, zum Beispiel der Europride, die demnächst bei uns in Wien durchgeführt wird, wahrscheinlich 500.000 Menschen aus ganz Europa zu uns kommen, um zu zeigen, dass jeder Mensch ein Recht hat, so zu leben, wie er das möchte.
Und von daher werden wir eintreten, auch für das Selbstbestimmungsrecht aller Menschen. Und ich erwähne ganz besonders auch das Selbstbestimmungsrecht der Frauen, denn konservativ-reaktionäre Gruppen versuchen, dieses Selbstbestimmungsrecht wieder zu unterbinden. Und von daher kann sich die Frauenorganisation der SPÖ Wien sicher sein, dass wir an ihrer Seite stehen. Und ich freue mich sehr, dass heute auch zu uns das erste Mal die neue Frauenvorsitzende der SPÖ Wien sprechen wird, Genossin Marina Hanke. Liebe Genossinnen und Genossen, dieser 1. Mai ist ein Zeichen der Geschlossenheit, der Solidarität. Dafür danke ich euch. Das sind Bilder, die werden heute in ganz Österreich auftreten und werden zeigen, dass wir die starke politische Kraft in unserer Stadt sind. Denn wir sind Europa, wir sind Wien. Ein herzliches Freundschaft, ein herzliches Glück auf!